habe ich die Ferrywalks von Deutschland. Die kommen jeden Monat, kostet ungefähr 4,95 und dann kostet ein paar Euro noch extra für. So sieht es ja immer aus. Kleines Vögelchen. Und dann kommt das mit der Karte, mit ganzen Preisen. Und das gucke ich jetzt nachher nach. Erstmal schauen, was alles drin ist. Ne? Okay, es ist schon eine Weile her, wo ich ein Video gemacht habe. Ich habe gar nichts bekommen, aber jetzt habe ich einiges bekommen. Jetzt mache ich die eigentlich. Die kleine Lina hier raus. Okay, jetzt ist da alles noch drin. Die Naturtante, Naturkosmetik. 15% Rabatt. Aloha, Natural Perfumes. Okay, mal schauen, ob da was drin ist. Okay, ja, da ist was. Also von Aloha, das heißt ja in Hawaiianisch. Wenn du sagst Aloha, dann kannst du sagen Hallo oder du kannst Tschüss sagen. Aloha heißt beides. Tschüss und Hallo. Okay, also das ist sechs Sprays sind da drin. Wow. Okay, mal aufmachen, gucken. Die können ja nicht so groß sein, weil das Paketchen ist ja recht dünn oder klein. Ne? Ja, so sieht's aus. Wow. 6 Stück, ha? Soll ich jetzt alle ausprobieren? Weiß nicht. Mal gucken. Steht was drauf? Oh, ne. Vanille habe ich gesehen. Dann habe ich aber noch mit Rose. Eine Rose mag ich nicht. Gleich mal in die ganze Hand. Ja, das riecht nicht so toll wegen der Ruhe. Guck mal, was mir jetzt gefällt und dann probiere ich es aus. Vanille und Jasmin. Jasmin, mag ich auch nicht. Das ist Leng Leng und das kenne ich noch gar nicht. Vetiver. Interessant, mal gucken, wie das riecht. Riecht ein bisschen altmodisch. Riecht wie eine Oma. Und das ist auch wieder Jasmin und Amber. Amber, wie sagt man das in Deutsch? Ist Amber Glut? Glut, Amber. Ja, ich weiß. Oh, kann ich gar nichts mehr riechen. Horwood und Pepper. Okay. Und dann Mint und Vetiver. Jetzt wollte ich mal wissen, was das ist. Vetiver. Muss ich mal nachschauen, was das ist. Das riecht nicht schlecht. Mint und Vetiver. Muss ich echt mal gucken. Okay, so, das sind also 6 Pröbchen drin. Jep, okay, da habe ich 3, 4, 5 und 6. Okay, das ist Nummer 1. Dann habe ich hier was Schokolade. Oh, okay. Von Natura. Naturata. Vollmilch. Okay, gut. Was ist das von Ghana? Ist es von Ghana? Hergestellt in der Schweiz. Okay. Mehr als Bio. Okay. Solange es kein bittere Schokolade ist, ist das okay. Okay, nächstes. Okay, haben wir hier ein Badeschaum. Die Naturtante. Das ist das, wo man 15% Rabatt kriegt, wenn man was bestellt. Und was ist das? Badeschaum. Oh mein. Hab Angst, dass ich das mit meiner Nase aufsauge, wenn ich davon rieche. Ups, jupp. Was ist da drin? Ach, drum Rose. Okay, wird verschenkt. Kann sich jemand anders dann freuen. Dann gibt es da hier das von, das kennt man, das ist auch nicht so billig normalerweise, I und M. Was ist das? Hydroperform. Ah, Hyaluron Serum. Kann ich immer brauchen. Super. Hyaluron Aloe Vera. Okay, das mache ich auch, weil das benötige ich gleich. Mache ein bisschen auf die Hand. Also wie ihr seht, es ist so ein bisschen gelblich. Riechen tut es noch nicht. Das ich glaube nicht. Ja. Okay, Hyaluron. Super, das nehme ich heute Abend, wenn die Schminke runterkommt. Und dann glaube ich, gibt es noch eines oder ist da noch mehr drin? Nein, ich glaube, das war's. Oh nee, ich glaube, gibt es noch mal was. Okay, ah ja, so ein kleines habe ich auch schon mal bekommen. Go and Home. Hand and Body Lotion. Fresh Melon. Okay.
jetzt gleich raus. Oh. Okay. Riecht es? Ja, riecht ein bisschen nach Melone. Okay. Und dann hier das noch, das letzte. Kia Charlotta. Vegan a Nail Polish in Blau. Das ist bestimmt auch nicht billig, obwohl es auch sehr klein ist. Kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich viel kostet. Ah ja, das ist ein ganz kleines Gläschen. Hübsch. Mal gucken. Ich mache gerade mal ein bisschen auf einen Nagel drauf. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich habe mir gerade die Nägel kurz geschnitten. Ich gehe wieder zurück zur Arbeit. Ich hatte 3 Wochen Urlaub und jetzt muss ich wieder zurück morgen. Und wir dürfen eigentlich keinen Nagellack tragen. Hier sieht es, ja, glitzert. Ja, schön. Ja, doch, gefällt mir gut. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht. Gut, also. Ich glaube, das mache ich gleich weg. Dann schaffe ich das nachher überall, an jedem, an allem, was ich anfasse. Okay. Okay, wo ist das Ding? Ich meine, okay, ha? Okay. Gib mir selber auf den Geist. Okay, also hier haben wir mal die Schokolade. Wow. Die Schokolade kostet, wow, teuer, 3,29. Oh, sehe ich gerade, gibt es ein Gewinnspiel. Bewerte deine Box und gewinne dein Lieblingsparfüm. Ah ja, das kann man dann vergessen. Ich glaube, von den kleinen Parfüm hier mag ich keine so. Okay, das war also die Schokolade für 3,29. Und dann die kleine 30 Milliliter. Ja, das ist von Österreich. 30 Milliliter kostet 1,99. Nicht billig. Badeschaum Rose, das ist das, was mir gerade runtergefallen ist. Ha, wie immer. Irgendwas fällt dann immer runter, ne? Okay, und dieses kleine Ding, ist das 35 Milligramm? Ja, 35. Kostet 4,99. Okay, dann der Nagellack hier von Kia Charlotta. Der kostet 12,90 für das kleine Ding. Wie viel sind denn? 5 Milliliter. 13 Euro. Wow. Ja, und dann die Aloha Parfüm. 6x2 Milliliter. Okay. Unisex. Okay, ich weiß es nicht. Das heißt 24 Euro für. Ich nehme mal 6x2, ja. Okay. Also das sind 24 Euro. Das kann sagen, das hast du schon das Paket damit bezahlt. Dann. Und dann das Hyaluron. 25 Milligramm, das kostet auch 17,90. Aha, 25. Das heißt, Gesamtwert von 65,07 Euro. Also kannst du sagen, also ein bisschen was das Doppelte gekostet hat für die Box. Alles zusammen geht das. Ja. Okay, so das war jetzt die Fairy-Box. Jetzt bin ich ganz nervös, weil ich habe jetzt noch einen Adventskalender. Ich habe noch nie einen Adventskalender gekauft. Und dieser hier ist von Art Deco, was eigentlich auch ziemlich teure Marke ist. Und die habe ich von Flaconi bekommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, habe ich ihn was 10% oder 20% billiger gekriegt. Dann war er, ich glaube, der hätte schon, wie viel hat er gekostet? 55 oder 60 gekostet und ich bekam mir, glaube ich, 47 Euro oder so. Naja, gut, aber das Video mit dem Adventskalender mache ich in Englisch, weil es kann ja sein, dass andere Leute von anderen Ländern das auch interessiert und dann die meisten sprechen ja Englisch. Gut, ich war nicht so toll. Also am besten von dem Paketchen ist mir das. Das ist okay, der Nagellack ist schön, das gebe ich weg. Schokolade, ja, werde ich wahrscheinlich selber essen. Gut, dann sage ich Tschüss und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann, Tschüss.